Das Gerät haben wir nur dazu gebaut, um den Prozess generell zu erklären. Da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht einfach darum, dass man das CO2 kühlt und wieder erwärmt. Kühlen tun wir mit kaltem Wasser, das ist in der Blumenkistel, und erwärmen tun wir wahlweise mit der Sonne oder jetzt haben wir es mit Teelichter probiert. Der Stahlzylinder hat eine Masse von knapp 3 Kilo, 2,7 Kilo oder irgendwas. Und drin sind, in dem Zylinder sind drin 205 Gramm flüssiges CO2. Und die 205 Gramm schaffen das bei der Temperaturerhöhung, den Riesenhebel, und der Hebel ist ungefähr 1 zu 4, also muss die vom Hebel her, braucht er die vierfache Kraft. Ja, das ist eine unheimlich effektive Sache, völlig emissionslos und es ist lautlos, keine Abgase, es wird nichts verbraucht, das CO2 bleibt drin, ewige Zeiten. Im Prinzip ist das ist der einzige Kraftstoff, ist Wärme, geringe Wärme, ja. Die Sonnenenergie, die da drauf scheint, genügt. Und da wollen wir eigentlich weg davon, von der Verbrennung. Ja. Also wir wollen Solarwärme, Geothermalwärme und vor allem industrielle Abwärme. Das ist unser Hauptanliegen. Weil die, was jetzt zum Beispiel die Föste in die Luft entsorgt an Wärme, könnte ganz Linz kostenlos mit Strom versorgt werden. Gesamte Wärmeenergie, die in die Umwelt entsorgt wird, könnte man reduzieren, und zwar drastisch. Und davon redet ja keiner. Man redet immer nur vom Treibhauseffekt, dass von den Milliarden Tonnen fossiler Brennstoffe, die im Jahr verbrannt werden, dass da eigentlich nur ein paar Prozent genutzt werden und der Rest als Wärme in die Umwelt geht. Davon redet ja keiner.